Hallöchen, Privet und Servus, meine sehr verehrten, ihr seid doch gar nicht veräudert, oh mein Gott. Hallöchen, ich bin der Zahl und wir spielen Metro 2033 und entschuldigt bitte mein kleines, diesen kleinen Fauxpas. Ist die neue Maske vielleicht ein bisschen... Nee, die ist genauso beschädigt, dass wir das nicht doch... Gott sei Dank, das finde ich ja richtig gut, wenn wir den Filter wenigstens wieder mitnehmen können. Ich habe nicht gesagt, worum es geht, ne? Ja, das ist Metro 2033, ich bin der Zahle und wir spielen jetzt ein bisschen weiter. Oh, was ist das denn? Ach, Moment, wir haben die ja auch neu. Die Waffe. Da können wir jetzt richtig gut zielen. Und wir müssten jetzt eigentlich an der Oberfläche sein. Und erwarten... Oh. Monster und Faschisten. Scheiße, verdammte Fledermäuse! Kein Problem. Bewegung, einer nach dem anderen. Es ist alles mit Eis bedeckt. Passt also auf. Merkt man davon was hier? Eis? Nee. Nee. Das gab's in Spielen doch noch gar nicht, oder? Ich, nee, ich kenne es zumindest nicht von... Ich kenne es zumindest von keinem Spiel bewusst. Oh, wow, wow, das war zu viel. Müssen wir uns jetzt ein bisschen durch sneaken. Sneaky Biki, Sneaky Birki. Ah, und da geht's lang, da wo die herkommen, alles klar. Also Sneaky Beaky und vor allem auch... Gehen wir das nochmal durch. Wir haben maximal 15 Minuten, um die Luftschleuse zu öffnen. Schaffen wir es nicht, ziehen wir uns zur Basis zurück. Ich habe darüber nachgedacht, ob wir sie sprengen können. Was meinen Sie, Herr Offizier? Hier oben zu stehen, finde ich gruselig. Na, was haben wir denn hier? Einen Denker. Brillant. Und haben Sie auch darüber nachgedacht, was wir tun, sobald wir das Loch erobert haben? Sollen wir dann Ihren dummen Kopf nehmen, um den Ausgang zu stopfen? Lassen Sie das. Der Kommandant hat uns eine klare Aufgabe erteilt. Die Station still erobern. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Denn ihr seid viel zu blind dafür, mich zu sehen. Ich singe wieder. Meine Güte. Das hält doch kein Mensch aus, Zahle. So. Haben wir jetzt geschafft. Wir müssen ja jetzt dann weiter hier in diese Richtung. Also hier hoch. Guck mal, kriegen wir den einen. Das Problem ist, wir haben keinen Schalli. Außer Pistol hier schon. Ich denke, das ist sowas wie ein Schalli. Also Schalldämpfer, meine ich damit. Ah, was für ein Mist! Meine Fresse. Und der weiß nicht. Okay, der läutet jetzt Alarm. Scheiße. Wow! Mann, das ist so ein bisschen das Problem an dem Spiel. Tatsächlich, die Gegner sehen Dinge, die normale Menschen nicht sofort sehen würden. Wo ist er denn? Hallo. Da war doch gerade. Hier. Falsche Waffe, die wollte ich. Oh nee, ernsthaft. Okay, neuer Filter. Wow, das ist ja mal ein gutes... Verdammt. Das bringt einem ja gar nichts hier, dieses Zielfernrohr zu fix. Ihr habt keinen Besuch. Endlich! So.
Na gut, vielleicht haben wir ihn davor getroffen, aber diese Munition. Oh, wow, 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 wow. Na klar, Mann. Gleich kratzt du endlich ab. Wir versuchen jetzt immer ein bisschen. Oh, oh, da sind sie also alle noch. Oi, 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 oi. Alles klar. Alles klar. Dieser verrückt, diese krassen Monster haben nicht einen Schuss in den Arsch überlebt mit dieser Waffe. Und die Menschen überleben ja hier headshotweise alles. Weißt du was, wir pfeifen uns mal ausnahmsweise rein, so ein Teil. So, haben wir sonst eh nie gemacht. Bevor wir da jetzt extra abwarten. Ne? Oder? Das hört sich doch super an, Freunde. Ich mag da jetzt echt nicht meine... wir laufen da jetzt. Ich habe echt keine Lust, meine Munition... Oh, da ist noch einer, oder was? Nee, nee, nee. Ich mag nämlich nicht die Munition verhauen, ehrlich gesagt. Die gute Munition. Hier haben wir noch 179 Schuss. Vielleicht dann schon eher die. Uiuiui. Da pocht das Herz. Aber dann wird der gestorben sein. Ich werde euch sehr verbunden, wenn ihr an Headshots sterben würdet. Tatsächlich. Da würde ich lieber einen Hardcore-Modus spielen. Nein, das dauert für den LP zu lange. Generell würde ich dann lieber einen Hardcore-Modus spielen in dem Spiel, bei dem... Eben war's. Bei dem ein Headshot noch ein Headshot wert ist, auch für uns. Das, ne? Also, ich meine jetzt Headshot, der uns trifft, sofort tödlich für uns. Fände ich theoretisch besser, als da irgendwie so, dass die halt so lang halten. Was, da müssen wir hin? Nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Ach du Scheiße. What? Was? Okay, es geht jetzt mal von vorne los, glaube ich, diese Szene. Oh ja. Ah, sowas von. Ja, dann, ich weiß nicht, Leute. Sollen wir... Na, ich schau mal, ob ich das ganz sneaky hinkriege. So. Eigentlich, wir waren noch genau hier drüber, oder nicht? Es ist alles mit Eis bedeckt. Passt also auf. Das gehört genau dieses Rohr, auf dem wir waren. Ach so, und da geht's dann nach oben vermutlich. Alles klar. Alles klar. Haben Sie Ihre Ausrüstung, Truppführer? Wenn ich Sie von der Luftschleuse holen muss, trete ich Ihnen in den Arsch. Klar, klar. Ich meine, ich habe Sie nicht vergessen, Herr Offizier. Oder sollen wir das einfach mal schöne Granate reinwerfen, während die sich unterhalten? Weißt du was? Wir haben jetzt eh schon verkackt gehabt. Das versuchen wir jetzt einfach mal. Ich warte jetzt einfach mal, bis die schön labern miteinander. Und dann, ich würde gerne bei diesen Granaten oder bei diesen Dynamitstangen gerne sehen, wie die Lunte abbrennt. Damit wir es gut timen können und wirklich im letzten Moment reinwerfen. Gehen wir das nochmal durch. Wir haben maximal 15 Minuten, um die Luftschleuse zu öffnen. Schaffen wir es nicht, ziehen wir uns zur Basis zurück. Ich habe darüber nachgedacht, ob wir sie sprengen können. Was mein feindlicher Spiel! Die sind jetzt wirklich alle gestorben, ne? Das heißt, wir haben oben nur noch einen. Guck mal, da liegen sie alle.
Oh, das war gut. Einen echten Idioten? Ja, dich! Wow. Ja, ja, mit deinem krassen Aim jetzt. So. Das war jetzt hier der letzte Feind. Hoffe ich. Dann nehmen wir uns mal schön die ganzen Sachen mit, was die so dabei haben. Schauen wir mal. Und hier hol ich ein bisschen was. Da muss ich schon sagen, das lief jetzt ganz gut. So, du hast eine lustige... Oh, was? Wie konnte denn der dieser Explosion entfliehen? Das war jetzt überraschend. Da ist aber noch gut gerettet hier. Ist der tot? Ja. Du kleiner, kleiner Bisser. Schweinchen, Schweinchen. Na gut, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, also. Ist das der, Oberchief von denen, ne? Aber halt auch nur ein Mensch. Also jetzt nicht böse gemeint, sondern halt, das ist ja jetzt nicht so ein... So ein Fantasiespiel, dass es jetzt so Endgegner gäbe unter den Menschen, ne, die jetzt so irgendwie saumäßig viel Energie hätten und so. So. Da gibt es hier vielleicht irgendwas Lustiges für uns. Die Gasmaske, die wir nehmen können. Nee, auch nicht. Oh, was? Was? What the fuck, bitte, wo? Was zur Hölle? Und dann noch auf einmal. Sind der versteckt? Wo ist der versteckt? Der wird aber nicht auch in diesem Häuschen sein, habe ich nicht gesehen. Nee, das kann doch nicht sein. Der ist irgendwo oben. Der muss irgendwo oben sein. Na dann kriegen wir den gleich. Kriegen wir. Locker. So, erstmal vielleicht ein bisschen verstecken und gucken. Wir müssen auf jeden Fall da lang. Irgendwo oben hin. Ja, definitiv nicht hier. Es ist schon richtig da, wo wir zuerst hingelaufen sind. Da oben hin. Das hat so schon gestimmt. Glaube ich. Ach. Junge. Oh, bitte was? Habe ich eigentlich vorhin zu Ende gesprochen, als ich Fragen schrägstrich sagen wollte, ob es das in Spielen gibt, echtes Eis? Also Eis, auf dem man... Ah, hier natürlich, da oben werden die sein. Eis, bei dem man wirklich ein Problem hat zu laufen, meine ich. Außer jetzt halt irgendwelche Plattformern oder sowas. Ich meine jetzt bei sowas wie hier. Einfach mal irgendwie Shooter oder so und dann... Oh, ach du Scheiße, nein! Och nein! Och nein! Da müsst ihr jetzt leider durch. Das tut mir echt leid. Das machen wir jetzt gleich nochmal genauso wie davor. Wir warten auf die ganzen Leute. Scheiße, verdammte Fledermäuse! Oder sollen wir diesmal schauen, ob wir da... Es ist alles mit Eis bedeckt. Können wir diesmal nicht? Können wir uns so verstecken vielleicht? Schauen wir mal, ob sie das sehen. Jetzt ist ja eh schon wurscht, ne? Oh. Auf uns
uns aber nicht sehen. Scheiße. Der hat noch gelebt. Verdammt. Verdammt. Tut mir leid. Da habt ihr jetzt aber einen Spaß hier mit mir, hey. Was? Das war aber jetzt schon eigentlich ganz okay so. So können wir das schon machen. Scheiße, verdammte Fledermäuse. Bewegung, einer nach dem anderen. Es ist alles mit Eis bedeckt. Passt also auf. Ja, ja. So. Ja, ich kann ja dabei mal schön Kaffee trinken. Und abwarten, dass sie kommen. Haben Sie Ihre Ausrüstung, Truppführer? Wenn ich Sie von der Luftschleuse holen muss, trete ich Ihnen in den Arsch. Klar, klar. Ich meine, ich habe Sie nicht vergessen, Herr Offizier. Klar, treten Sie in den Arsch, Herr Offizier. Sie dürfen alles treten, was Sie wollen. Treten Sie Arsch. Treten Sie Eier. Treten Sie zurück. Treten Sie in Ruhestand, Offizier. Herr Kommandant. Herr Kommandant. Sie sind mir der allergrößte Affe hier. Aha, okay. Steht der jetzt halt nicht da? Gehen wir das nochmal durch. Wir haben maximal 15 Minuten, um die Luftschleuse zu öffnen. Schaffen wir es nicht, ziehen wir uns zur Basis. Wer soll denn da bitte den Alarm geschlagen haben? Weißt du, was ich meine? Ist jetzt keiner da, der es bemerkt hätte, dass ich da bin. Eigentlich. Das ist ein bisschen schade. Das mag ich nicht. Ein bisschen zu unrealistisch. Kommen die wahrscheinlich aber gleich noch hoch. So. Die Kisten hier aufmachen geht nicht. Keiner da. Hier um die Ecke. Wow, bitte was? Oh nein. Och Gott, weißt du, was das war? Das war also eine fucking billige Falle und ich habe sie nicht gesehen. Gott, wie lange müssen wir denn die Folge machen? Wie lange müssen wir denn die Folge machen, dass das gerecht ist für euch zum Zugucken? Muss ich da jetzt einfach mal 20 Minuten länger machen, weil wir jetzt schon fast 20 Scheiße, Minuten haben. Fledermäuse. Wisst ihr, was ich meine? Bewegung, einer nach dem anderen. Es ist alles mit Eis bedeckt. Passt also auf. Puh. Oh, warum läuft denn der da so? Der wird uns doch nicht jetzt schon irgendwie... Haben Sie Ihre Ausrüstung, Truppführer? Wenn ich Sie von der Luftschleuse holen muss, trete ich Ihnen in den Arsch. Der wird jetzt nicht Alarm schlagen schon, oder? Tatsächlich. Aha. Naja, nee, dann lassen wir uns jetzt töten, weil es zu doof ist. Das war ja... Das war ja... Oh, der LED-Lichtsensor an Ihrem Handgelenk zeigt Ihnen, wie hell Sie beleuchtet werden. Versuchen Sie, im Schatten zu bleiben. Ha. Ha. Runter. Schau mal, gelb. Ah, und jetzt rot. Alles klar. Bewegung, cool. Einer nach dem anderen. Es ist alles mit Eis bedeckt. Passt also auf. War ich da vielleicht mal nur zu schnell unterwegs? Hierher. Nee, haben das Sie jetzt Ihre wieder. Ausrüstung, Truppführer. Wenn ich Sie von der Luftschleuse Warum holen muss, das trete mal ich mit? Ihnen in den Arsch. Klar, klar. Ich meine, ich habe Sie nicht vergessen, Herr Offizier. Der geht halt jetzt echt Alarm schlagen, ne? Schon wieder. Was ist denn los? Was ist denn da los? Ja, machen wir das dann wieder auf die Rambo-Art und Weise, oder was? Die Leiter runter!
Sag aber nicht, dass das Scheiße, hier der Grund dafür ist. Fledermäuse. Bewegung, einer nach dem anderen. Es ist alles mit Eis bedeckt. Passt also. Naja, warten wir erstmal hier und dann gucken wir. Der Typ ist wahrscheinlich einfach nur noch nicht hier auf seinem Platz hier oben. Und konnte das deswegen aus irgendeinem Grund sehen. Haben Sie Ihre genau, das Ausrüstung, ist der hier. Truppführer. Wenn ich Sie von der Luftschleuse holen muss, trete ich Ihnen in den Arsch. Oder hat das halt dann irgendwie, oder weil wir gelaufen sind? Bin ich davor vielleicht gar nicht gelaufen? Das wird's gewesen sein. So, jetzt geht der da zurück. Ist ärgerlich, weil wir es eigentlich davor schon geschafft haben. Das einzige Problem war nur diese blöde Bombe. Nein, bitte nicht. So, das haben wir. Gehen wir das nochmal durch. Wir haben maximal 15 Minuten, um die Luftschleuse zu öffnen. Schaffen wir es nicht, ziehen wir uns zur Basis zurück. Ah, okay. Da gehen die Headshots also doch irgendwie. Habe ich bloß davor nicht richtig gezielt. Ja gut, ich habe es davor auch nicht wirklich versucht, ehrlich gesagt. Weil ich dachte, dass das nichts bringt. Ja, mit dieser Waffe Headshots, das ist schon macht auch ein bisschen anders Spaß, ehrlich gesagt. Das ist schon ganz lustig. Das ist hier echt gemein, diese Ecke. Da halt nicht aufpasst. Da müssen wir jetzt lang. Das machen wir jetzt auch gleich. Ich habe jetzt keine Lust, noch mehr Versuche und Zeit zu vergeuden. Wir schleichen uns da jetzt mal ein bisschen durch. Oh. Oh, oh, oh. Ach, Scheiße. Ein bisschen Gänsehaut jetzt. Sind wir hier richtig? Vielleicht schon. Wir gucken erstmal da. Meine Fresse. Doch nicht immer so ganz klar mit den Headshots. Ja. Der Unterschied war, die anderen haben wir aus nächster, aus allernächster Nähe beschossen. So. Da ist jetzt sonst nichts mehr. Schauen wir mal, ob die Typen von unten nach oben kommen. Ich würde meinen eher nicht. Stehen bleiben, ja, ja. Genau das mache ich jetzt euch zuliebe. Ich bin kein kleines Stück Scheiße. Ich bin ein sehr großes Stück Scheiße. Wenn du das genau wissen willst. Aber hat uns da jetzt gerade einer gesehen nochmal? Das ist unsere Laufrichtung. Sehr, sehr gut. Ein bisschen Zeug mitnehmen. Jetzt halt die Folge schon aus, da ist nichts passiert. Es ist halt eigentlich nichts passiert. Okay, da geht's hin. Wow, da. Da kommen wir aber so nicht hin. Da müssen wir durchs Gebäude. Irgendwie. Aber da kommen wir gar nicht. Oder kommen wir da durch diesen. Ja. Über einen Bagger. Ich habe folgendes Problem. Ja, ich weiß nicht, ich habe eigentlich gar nicht folgendes Problem. Ich wollte eigentlich eine Granate da reinwerfen und wundere mich nicht schlecht, warum er das nicht gemacht hat, sondern einfach geschossen. Uiuiui. Hoffentlich haben wir eigentlich noch Filter. Was?